Frau wird mit Sicherheit aussagen, dass Sie um diese Uhrzeit bei ihr zu Hause waren. Aber natürlich. Sie lieben Ihre Frau sehr und Ihre Frau liebt Sie. Romaine liebt mich innig. Sie ist die liebevollste Frau, die sich ein Mann nur vorstellen kann. Verstehe. Sie sind also glücklich verheiratet. Wir könnten nicht glücklicher sein. Romaine ist wunderbar, einfach wundervoll. Ich würde sie Ihnen gerne vorstellen. Lennart hat Ihnen gesagt, wie sehr ich ihn liebe? Aber ja, er sprach in rührender Weise von Ihrer Liebe. Manchmal denke ich, dass Männer wirklich dumm sind. Wie bitte? Egal, bitte sprechen Sie weiter. Es scheint kein Zweifel daran gegeben zu haben, dass Miss Finch Ihren Mann als eine Art Sohn oder sagen wir mal als eine Art Lieblingsneffen angesehen hat. Sie glauben, dass Mrs. French Lennart wie einen Sohn angesehen hat? Ja. Ich glaube, unter den gegebenen Umständen kann man dies als völlig natürlich und ganz normal betrachten. Was sind Sie nur für Heuchler in diesem Land? Meine liebe Mrs. Bowl. Habe ich Sie schockiert? Nun, das tut mir wirklich leid. Man muss auch immer bedenken, welch eine Wirkung eine solche Aussage auf die Geschworenen hat, Mrs. Bowl. Ja, das möchte ich auch. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Kommen wir nun zum Abend des 14. Oktober. Mr. Ball hat mir erzählt, dass er um 9:55 bei Ihnen zu Hause ankam. Es war doch so, oder? Er war um 9:30 bei Ihnen. Das hat Lennart gesagt, dass er um 9:30 bei mir war. Ja, stimmt das nicht? Aber natürlich. Aber als ich das der Polizei sagte, hatte ich das Gefühl, man glaubt mir nicht. Wie kommen Sie darauf, dass man Ihnen nicht geglaubt hat? Ich habe es vielleicht nicht sehr gut gesagt. Sagen Sie, Mrs. Ball, vielleicht ist Ihnen die Situation Ihres Mannes nicht ganz klar. Sagen Sie, hat Lennart Sie jemals auf irgendeine Art und Weise verletzt? Lennart? Mich verletzt? Er küsst den Boden unter meinen Füßen. Und Sie? Sie wollten viel wissen. Sie werden sehen, sie wird in diesem Büro einen hysterischen Anfall nach dem anderen bekommen. Vielleicht möchten Sie das Mandat lieber doch nicht übernehmen? Wer sagt das denn? Nur weil ich darauf hingewiesen habe, dass die Geschichte des jungen Mannes völlig unglaubwürdig ist. Aber wahr. Sie muss wahr sein. Eine so hanebüchene Geschichte kann man sich nicht ausdenken.